wir spielen halt immer noch Bundesliga und wir sind jetzt nicht der FC Hollywood in der Kreisliga. Den Scheiß habe ich letztes Jahr auch erzählt, das habe ich mir noch ein halbes Jahr anhören müssen. Dann braucht man uns ja als Trainer nicht so zu reichen, finde ich, oder? Den Sieg plane ich schon ein, weil wir mutig genug sind, weil wir sehr gut drauf sind, weil wir eine tolle Statistik haben in der Liga, was die Defensive, aber auch gerade was die Heimstärke angeht. Ja, der Gegner hat nach wie vor eine unglaublich talentierte Mannschaft, die, wenn sie gegen uns gewinnen würden, nur 3 Punkte weg sind, gefühlt aber eine viel, viel schlechtere Saison spielen aktuell als wir. Da hatten sie jetzt einen Trainerwechsel, das gibt natürlich immer ein bisschen Schlagzeilen. Es ist logisch, dass das nicht mit völliger Ruhe über die Bühne geht. Ich sehe sie immer noch, als mit den Hauptkonkurrenten natürlich um die Champions-League-Plätze, weil sie eine unglaublich gute Mannschaft haben. Dortmund ist, glaube ich, nur in einem einzigen Spiel die Saison ohne eigenes Tor geblieben. Wenn wir es hinkriegen, die Null zu halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf 3 Punkte sehr, sehr hoch. Es wird schon ein Schlüssel sein, dass wir da Schritte gehen, die wir die letzten Spiele eigentlich sehr, sehr gut gegangen sind. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir uns in einer Situation befinden, die für Borussia Dortmund etwas unüblich ist, dass wir im Moment auch mit Kritik umgehen mussten. Das ist aber auch ganz normal. Wir haben höhere Erwartungen an uns, wir haben höhere Ansprüche. Aber vor allem geht es natürlich auch darum, dass die Mannschaft in bessere Form kommt, dass sich jeder einzelne Spieler auch darauf besinnt, dass er bessere Leistungen bringen muss. Und das ist nicht nur eine Aufgabe von Edin Terzic, sondern die Mannschaft steht jetzt auch in der Verantwortung. Leipzig wird sicherlich ein Gradmesser für uns. Ich denke, wir haben dort in den letzten Jahren sehr, sehr gut ausgesehen. Ich kann mich an die letzten beiden Spiele dort erinnern, die wir doch sehr souverän gewonnen haben. Es wird ein sehr interessantes, ein sehr intensives Spiel am Wochenende. Wir werden uns gut darauf einstellen und wir müssen absolut eine gute Leistung bringen, denn ansonsten werden wir dort nicht zurück. Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an, nicht erst ab der 48., 49. Minute, sondern von Anfang an möchte ich haben, dass wir oder wir Trainer möchten haben, dass wir das zeigen, was wir imstande sind zu leisten. Gerade gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die eine sehr hohe individuelle Stärke haben, die eine gute Geschwindigkeit in ihren Reihen haben, eine Ballsicherheit haben und auch eine Aggressivität. Marco macht mit seinem Trainerteam einen herausragenden Job. Also von daher kann man das einfach nur auch unterstreichen, dass er die Mannschaft wohl weitergebracht hat. Auch in der Champions League gegen so eine Hochkaräter in der Gruppenphase, wie sie hatten. Boah, das war schon beeindruckend. Und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die sagt mir schon sehr zu. Ich kann mich erinnern, vor dem Realspiel saß ich in der PK und wurde zu Benzema befragt und habe mich direkt nach dem Spiel daran erinnert, habe dann so lapidar gesagt, ja, aber auch den kann man verteidigen. Und dann hat er uns 2 eingeschenkt. Die sind halt einfach dann Weltklasse-Stürmer und die werden immer wieder, egal was du anstellst, ihre Räume finden, ihre Möglichkeiten, die auch nutzen. Und du brauchst einfach einen Top-Tag im 1 gegen 1. Du musst dich immer wieder gut orientieren, du darfst aber dabei dein eigenes Spiel auch nicht aus den Augen verlieren, also dich nur auf so einen Stürmer dann zu fokussieren, macht auch keinen Sinn. Wir spielen gegen Bayern München und müssen das dann natürlich auch konsequent und gut und konstant nutzen. Grundsätzlich trainieren wir natürlich auf die Kiste zu knallen, oft einfach auch ums Thema Überzeugung, Genauigkeit statt Schärfe, solche Dinge immer wieder geht, aber wir werden uns jetzt nicht explizit darauf vorbereiten, wo wir Manuel in irgendeiner Form überraschen könnten. Dafür ist er einfach dann auch zu gut. Das wissen alle, das weiß auch ich. Obwohl ich erst seit kurzer Zeit hier bin, weiß das. Und wir wollen das natürlich abwenden, dass wir den eigentlichen Minusrekord einstellen. Grundsätzlich will ich mich nicht mit negativen Sachen beschäftigen. Es hat keinen Platz im Moment. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns auf uns fokussieren und an die Zukunft denken. Und da können wir nicht ständig zurückschauen. Die letzten paar Tage, die waren schon sehr aufregend und spannend, weil man natürlich dann auch erstmal die Koffer packen muss. Und aber jetzt bin ich froh, wieder hier zu sein. Ich bin ein Mensch, ich gucke nicht gerne nach hinten. Ich gucke auch nicht, was war. Heute ist meine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Ich bin Mensch, ich schaue nach vorne. Was hier passiert ist in den letzten Wochen, Monaten, das ist vorbei, das ist die Vergangenheit. Darüber möchte ich auch gar nicht reden. Ich glaube an das. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe heute offiziell meinen ersten Arbeitstag hier und ich schaue nicht, was die Spiele davor, wie es da lief und was da schiefgegangen ist. Ich schaue im Hier und Jetzt und
ich bin auch keiner, der irgendwie auf irgendwelche Negativserien schaut und sagt, ja, wir müssen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir vor allem jetzt am Samstag, wenn unser erstes Spiel oder mein erstes Spiel dann auch stattfindet, dass wir das dann auch erfolgreich gestalten können. Ich finde, diese Situationen sind für mich keine Hände. Wenn jetzt zum Beispiel jemand so macht, wissen Sie so, sehen Sie mich, ja, vor dem Körper, dann ist es für mich keine Hände. Wenn er so macht und er geht dran, ist Hände. Jetzt geht es nur um den Abstand. Aber die Entscheidungen, da reden wir ja schon oft drüber, sind so schwierig auch zu treffen. Im Zweifel eher keine Elfmeter gebe bei Hände als Elfmeter gebe. Und dann Abstand berechnen. Ich finde jetzt, wenn jetzt einer steht und es geht einem an den Oberschenkel und er steht einen halben Meter neben dran und er macht so, zuckt und er geht ihm hier an die Hand, hält sie gerade hier, dann ist es kein Elfmeter, weil es keine bewusste Handlung ist. Sie haben meiner Ansicht nach den besten Trainer der Liga, den Christian Streich, der sich wirklich nicht treiben lässt. Großes Vorbild ist in der Richtung, ob sie gewinnen oder ob sie verlieren, sondern sein Ding durchzieht mit seiner Mannschaft. Auch wenn man Freiburg immer wieder als das kleine Freiburg betrachtet. Freiburg ist nicht mehr dieses kleine Freiburg, sondern die können selber auch schon Transfers in Höhe von 10 Millionen machen. Sie schaffen es aber jedes Jahr, die Erwartungshaltung gegen Null zu schrauben. Dass es heißt, okay, Freiburg spielt unentschieden gegen egal wen, auch immer, oh, klasse. Ja? Köln spielt unentschieden gegen irgendjemand, oh, aber zu wenig. Bemerkenswert ist aber auch der Schlüssel zum Erfolg bei denen. Und da können sich viele Clubs natürlich eine Scheibe abschneiden, was das angeht. Ja, den Friseurbesuch habe ich tatsächlich am letzten Tag, als die Friseure noch offen haben durften, noch gemacht. Wachsen irgendwie langsam gerade. Ich habe die Befürchtung, es wird immer schütter, das Haupthaar, aber so ist es nun mal. Kann ich mich auch nicht gegen wehren, gegen den Zahn der Zeit. Der nagt leider auch an meiner Rübe. Aber danke fürs Kompliment. Ich bemühe mich, dass es einigermaßen aussieht. Den Mutigen gehört auch die Welt. Und das will ich auch ständig transportieren. Eine mutige Entscheidung auf dem Trainingsplatz ist eben, noch mehr Leute in die gefährliche Abschlusszone zu bringen und sie aufzubauen, da reinzustechen und da reinzugehen. Um möglichst das Tor zu ziehen, das kommt natürlich dann noch hinzu. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir viel von das halt auch sehen, diese mannschaftliche Tugenden, miteinander Bock zu haben zu spielen, miteinander halt auch Bock zu haben, den Gegner weh zu tun. Das ist in erster Linie so mein Wunsch für das Spiel am Samstag. Ich habe nichts von Kloppo, ich habe nichts von Thomas bis jetzt gehört. Ich bin auch sehr enttäuscht. Die haben noch Zeit, können sich noch melden. Wie man das Terminkalender in England im Moment sehen, hat auch genug zu tun. So, der hat jetzt mal 2 Wochen frei. Ne? Hat er jetzt 2 Wochen frei? Ja, eineinhalb, ja. Eineinhalb, ja, okay. Dann erwarte ich schon, dass da was kommt.